Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir gehen jetzt darüber. Nein! Oh, warum wusste ich, dass das kommt? Natürlich hat Snape auch noch Feuerkrabben. Fallen aufgebaut. So, Harry. Hier ist Feinfühl gefragt. Warum ist der Kerker von Snape so weitläufig? So, da gehen wir jetzt aber noch nicht hin, denn wir müssen noch die Bohnen hier einsammeln. Und jetzt holen wir uns das Zweihornhorn. Yay! Das, wir haben das Zweihornhorn, das ist doch mal gut. Und wo sind wir? Yeah, im Klassenzimmer für Zaubertränke. Hallo, Hobo! Nintendo! Yay. Oh, da hinten ist Snape. Nintendo! Hallo, Professor Snape. Ich mache hier gar nichts. Ich brauche meinen Trank. Bin ich nicht ein lieber Schüler? Hässlich, was sagt er denn? Spionier nicht an Orten herum, an denen du nichts verloren hast. Ach, ich wusste es, dass der sowas sagt. So. Geht alt auch? Ja. Hallo, hallo. Alt geht auch. Und Steuerung. Entschleime! Okay. Jetzt hat sich das Ding da geöffnet. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Wirklich, Harry? Du bist im Klassenzimmer für Zaubertränke? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hallo, Humora! Boah, Harry, ist so blöd sein, ey. Also, ich weiß echt nicht, was ich da bei der Entschleimer-Herausforderung vergessen habe. Nein, ich werde nicht mit euch handeln. Jetzt nicht. Hallo, Harry! Hallo! Ich habe zwei Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Klasse! Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Gut, Hermine. Mach das. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Kommst du her? Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Gut, das mache ich. Aber wo kommst du her? Du bist gerade doch nicht von den Kerkern gekommen, oder? Da gehe ich noch nicht rein, weil ich da Elasto brauche, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Stimmt. Ja, ich komme. Wer bist du? Wie heißt der? Seamus Finnegan? Hallo, Humora! Da gehe ich erstmal rein und hole mir die Böhnchen. Denn wie wir wissen, jedes Böhnchen gibt ein Dörnchen. So. So. Ja, Duelle jetzt. Jetzt kommen Duelle. Duelle sind geil. Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zaubererduells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du drei Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimblewimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimblewimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen.
Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertiebots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape? Ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Na ja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Oh nein. Dann kann's ja losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei drei geht's los. Angst, Potter? Das hättest du wohl gerne. Eins, zwei, drei. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Expelliarmus! Yay! Wimblewimble ist lustig. Wimblewimble! Expelliarmus! Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Scheiße! Reccusembra! Expelliarmus! Expelliarmus! Harry Potter hat Slytherin besiegt! Wie enttäuschend! Yes, sir! Super Harry! Oh-oh. Was ist das? Serpensortia! Oh, natürlich. Eine Schlange. Süß. Hau ab! Was war das? Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Harry hat doch nicht gezischt. Er hat Hau ab gesagt. Oder? Komisch. Mysteriös. Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berührt, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Schluckt einige Worte, das nervt mich. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ja, natürlich. Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm! Na gut, Ron. Hallo! Hallo. Aber jetzt werde ich, glaube ich, erstmal das Geheimnis um den Spiegel hier lüften. Hallo, Humora! Hallo, Humora! Nee, jetzt ist es so. Ich hab gesagt, ich schreie. Gut, dann gehen wir nach draußen zu den Gewächshäusern, aber erst im nächsten Part. Ich suche jetzt ein Speicherbuch und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, bis dann. Tschüss.